Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Nadja Willi vom Projekt Ballon der Universität Bremen. Wir fangen jetzt an mit unserem Teil der Digi-Snackbar, nämlich barrierearme digitale Lehr- und Lernmaterialien erstellen, was zu dem Themenkomplex der heutigen Lernsitzung einfache technische, methodische Ansätze zur barrierefreien Aufbereitung von Lehr- und Lernmaterial gehört. Nun zu unserem Inhalt der Einheit. Einmal Barrieren digitalen Lernen und Lernen. Was das überhaupt meint, dann natürlich die Aspekte von inklusiven Lernmaterialien selbst. Und dann kommt der wichtigste Teil, eben die Tipps und Tricks zur inklusiven Gestaltung dann auch von Lernmaterial an unserem Anwendungsbeispiel Word, auf das wir uns heute konzentrieren wollen. Zum Abschluss natürlich noch die Kontaktdaten und weitere Quellen. Zuerst starten wir mit dem Input, wie schon gesagt, was ist digitale Barrierefreiheit? Warum müssen wir es beachten und wo finden wir das überhaupt? Von digitaler Inklusion haben Sie bestimmt schon etwas gehört. Zu diesem gibt es natürlich sehr viele Gesetze, die auch im universitären Kontext zu beachten sind und natürlich auch feste Vorgaben geben, die sich auch auf verschiedenen Ebenen bewegen können. Als Beispiele die EU-Richtlinie 2016-2012, die barrierefreie Informationstechnik-Verordnung 2.0, und auch das Web Content Accessibility Guideline 2.1. Was bedeutet das überhaupt? Warum gibt es die Gesetze? Was ist überhaupt quasi die Zielgruppe von digitaler Inklusion? In Zahlen ausgedrückt gibt es deutschlandweit 11% Studierende aller Studierenden mit studierenderschwerender Behinderung bzw. chronischer Erkrankung. Davon sind, wenn man alle 11% Studierende betrachtet, 46% mit starker Studienbeeinträchtigung und 14% sehr starker Studienbeeinträchtigung. Das heißt, es ist ein großer Anteil der behinderten und chronisch kranken Studierenden doch relativ stark davon betroffen. Das sind die Ergebnisse der Studie von 2016, nämlich die 21. Sozialerhebung vom Deutschen Studentenwerk. Jetzt kommen wir zu Beispielen, was Barrieren überhaupt sein können. Der erste Teil sind visuelle Barrieren. Die erste Grafik zeigt ein violettes und ein grünes Quadrat mit jeweils violetter und roter Schrift. Achten Sie auf einen ausreichenden Kontrast und vermeiden Sie Rot-Grün-Kombinationen. Eventuell können Sie schon sehen, dass das sehr schwer zu lesen ist. Deswegen ist auf einen hohen Kontrast zu achten. Und natürlich auch die Rot-Grün-Kombination zu vermeiden, zum Beispiel auch aufgrund von Rot-Grün-Blindheit. Die zweite Grafik ist ein schwarzes Rechteck mit einem weißen Text, denn wenn kein alternatives Text hinterlegt ist oder keine Bildbeschreibung oder ähnliche Sachen, dann sind digitale Bilder nicht barrierefrei. Das heißt, so sieht ein Bild ohne alternatives Text für blinde Menschen aus. Beides ist nicht zugänglich und gibt keine Informationen wieder, sodass auch das Lehrmaterial für Studierende nicht zugänglich ist. Nun weitere Beispiele nehmen akustische Barrieren. Es sind zwei Flyer von der Action Business mit abgebildet. Akustische Barrieren meinen zum Beispiel, dass gehörlose oder schwerhörige Studierende sie nicht verstehen können, wenn zum Beispiel die Hand vor dem Mund gehalten wird und sie dann irgendwie sich so aufstützen in Online-Lehrveranstaltungen oder sie sich abdrehen vom Publikum. Und das andere auch, face me if you talk to me. Das heißt, schauen Sie Ihr Publikum an, schauen Sie die Menschen an, mit denen Sie sprechen und zum Beispiel in Seminaren diskutieren, sodass dann auch akustisch alles wahrnehmbar ist für die anwesenden Personen. Was können wir nun beachten, um solche Barrieren und weitere natürlich, die wir nur ansatzweise aufzeigen können, gar nicht erst entstehen zu lassen oder zu beheben? Hier stelle ich Ihnen zwei Leitprinzipien vor. Einerseits das KISS-Prinzip. Das KISS-Prinzip bedeutet Keep it short and simple. Erklärt sich mehr oder weniger von selbst. Versuchen Sie alles, was Sie sprechen, was Sie auf Folien setzen, was Sie auf Aufgabenblätter machen, was Sie in Klausuren stellen,
alles im Digitalen, natürlich auch in Präsenzform, Umfeld der Universität, einfach kurz und knackig zu behalten und darzustellen, was auch für die Gestaltung gilt, beispielsweise. Das zweite Prinzip, das Mehrkanalprinzip, das bedeutet, dass Informationen auf mehreren Kanälen vermittelt werden sollen. Das heißt, mindestens zwei Sinne sollten Sie ansprechen. Das heißt, ich spreche jetzt zu Ihnen den Inhalt dieser Folien vor und gleichzeitig können Sie den Inhalt dieser Folien quasi auf der Folie selbst ablesen. Das sind zwei Sinne. Kann natürlich beliebig erweitert werden, zum Beispiel noch Untertitel oder ein Skript, das im Nachhinein oder vorweg ausgehändigt werden kann oder Einblendung von DGS-Dolmetschung und so weiter und so fort. Das bezieht sich natürlich auch auf Lehrmaterialien. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel ein Video zur Verfügung stellen, zum Selbstvorbereiten im Lernkontext, sollte dieses Video beispielsweise Untertitel enthalten, optionalerweise auch einfach zu aktivieren oder Sie erzählen, worum es geht und so weiter. Nun zu den universellen Grundlagen, wie man insgesamt digitale Barrieren eben auch vermeidet. Das bezieht sich jetzt mehr oder weniger auf alle Formate, die Sie verwenden können. Egal, ob Sie jetzt Word-Dokumente oder ob Sie die Website von Ihrer Uni einspeisen, dass ja auch unterschiedliche Formate meistens verwendet werden. Oder ob Sie eine PowerPoint-Präsentation oder ähnliches aufbereiten. Wir werden die Tabelle nicht im kompletten Detail durchsprechen. Sie können jederzeit dann im späteren Übungseinheitsteil darauf zurückgreifen und auch für Ihre spätere Vorbereitung haben Sie eine praktische Übersicht bereit. Ich gebe als Beispiel Verlinkungen und Schriftarten. Das sind zwei große Fehler, die meistens begangen werden. Links werden sehr oft geteilt, allerdings nicht barrierefrei. Sollte zum Beispiel ein Linkziel angegeben werden und Quick-Info ausgefüllt werden, dass zum Beispiel Menschen, die Screenreader verwenden und nicht optisch den Link erfassen, auch wissen, was ist dieser Link, wohin führt er, was öffnet er. Sie kennen das bestimmt, Sie öffnen einen Link und es wird automatisch ein Dokument heruntergeladen, wo Sie vielleicht erstmal noch gucken wollten, was sich hinter dieser kryptischen Kürzel auf der Website versteckt. Schriftart sind grundlegende Sachen, Schrift ausreichend groß, Zeilenabstand natürlich, die Schrift selbst lesbar, das heißt, wie vorhin schon angesprochen, hohen Farbkontrast, schwarz auf weiß ist natürlich in universitären Kontexten geläufig. Und auch eine gut lesbare Schrift, das heißt keine Schnörkelschriften, wie es im privaten Gebrauch auch häufig ist. Es empfiehlt sich eine serifenlose Schrift, die sehr gut lesbar ist. Dann gibt es sowas wie Alternativtexte, Tabellen, Folieneffekte. Das sind alle Sachen, die beachtet werden können. Alternativtexte habe ich ja zuvor als Beispiel genannt. Bei Tabellen und sämtliche andere Formatierungen, die Sie vornehmen können, bitte greifen Sie auf Word und PowerPoint eigene Funktionen zurück und machen Sie keine manuelle Formatierung. Das heißt, wenn Sie eine Tabelle einfügen wollen, dann fügen Sie über das Design quasi die Tabelle ein und machen keine manuelle Formatierung, zum Beispiel mit Tabstops oder mit Leerzeichen. Das sieht dann vielleicht optisch, wenn Sie direkt drauf schauen, nach einer Tabelle aus. Aber wenn das Format dann zum Beispiel über Screenreader oder teilweise auch über die Website direkt einfach nur hineinkopiert wird, wird dann nicht mehr so wiedergegeben und die Informationen sind nicht sinngemäß zu erfassen. Dann die Sachen mit der Spracheinstellung, Metadatei, sind auch Sachen, die Sie natürlich kennen, aber wahrscheinlich noch nie verwendet haben. Dokumentsprache kann eingestellt werden, wenn Sie zum Beispiel englische Publikationen verfassen. Allerdings Ihr Word zum Beispiel auf Deutsch eingestellt ist, dann kann es sein, dass dann bei Screenreader das nicht richtig erkannt wird und eben zum Beispiel englischer Text dann mit deutscher Sprache und Akzent vorgelesen wird, was entsprechend dann auch nicht so einfach und zugänglich ist. Bei den Einstellungen wie Metadaten bedeutet das, dass Sie auf die erweiterten Informationen gehen und dort den Titel von Ihrem Inhalt und zum Beispiel Autor, Herkunft oder auch Text angeben können, dass auch Screenreader diese Informationen auslesen können. Ist vor allem sehr wichtig, wenn Sie zum Beispiel Inhalte auch streuen wollen oder auch auf die Website von Ihrer Universität stellen wollen, sodass das dann auch über Suchmaschinen auch besser gefunden werden kann. Soweit erstmal zu den universellen Grundlagen als Einführung. Da gibt es natürlich die spezifische Gestaltung. Als Beispiele gibt es Word, PDF, PowerPoint und natürlich auch Web. Da können Sie verschiedene Sachen vornehmen, um diese zuvor angesprochenen Sachen auch umzusetzen.
Auch diese Tabelle können Sie als Übersicht nehmen. Ich werde mich jetzt auf Word konzentrieren, da wir das eben im Anschluss als Lerneinheit durchführen wollen. Bei Word können Sie zum Beispiel, um Ihre Inhalte barrierefrei aufzubereiten, die Formatvorlagen benutzen. Die Formatvorlagen werden meistens nicht verwendet, sondern wenn Sie Word formatieren, dann markieren Sie meistens Ihre Sätze, verändern Sie die Zeilenabstände, markieren Sie den Text fett und so weiter und so fort. Das ist allerdings nicht gemeint, denn auch so ist der Text quasi visuell formatiert und nicht in den Eigenschaften der Datei selbst hinterlegt. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel den Text damit wieder auslesen wollen, dann wird das nicht erfasst, ob das jetzt eine Überschrift ist oder ob das jetzt ein Zitat ist, das kursiv markiert ist oder was auch immer Sie visuell da eingestellt haben. Deswegen bitte die Formatvorlagen verwenden, können Sie individuell einstellen oder die voreingestellten im Word übernehmen und dann auch Ihre verschiedenen Überschriftebenen formatieren, Ihre verschiedenen Textbausteine, zum Beispiel Fließtext oder Abstand für Zitate und alles Mögliche können Sie dort einstellen. Was ich vorhin schon angesprochen habe, die manuelle Formatierung, also Tab-Stop, Leerzeichen, Enter, nicht benutzen. Das ist nicht so elegant, um das auszudrücken. Und es kann auch sein, dass zum Beispiel einzelne Leerzeichen oder Absätze von Screenreadern dann einzeln vorgelesen werden. Und wenn dann zum Beispiel ein Word-Dokument vorgelesen wird mit auf der nächsten Seite setzen wir die Übungsaufgabe fort. Enter, 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 Punkt, 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 Leerzeichen. Das ist nicht zugänglich. Deswegen benutzen Sie zum Beispiel Umbrüche oder Seitenabschnittwechsel und alle Informationen, die Word aufweist und natürlich in der Regel auch ausreichend ist für die Sachen, die Sie im universitären Bereich benötigen. Schriftgröße 12 hat sich beispielsweise empfohlen als Mindestgröße, damit die Schrift lesbar ist. Natürlich können Vergrößerungen über Bildschirmlupen und individuelle Hilfsmittel vorgenommen werden, aber zum Beispiel in einer Klausur, Bildschirm, kann das umgesetzt werden mit der Bildschirmlupe, aber wenn Sie zum Beispiel auf Ihrem Bildschirm eine Word-Datei oder PowerPoint oder was auch immer zeigen, die Schrift ist zu klein, ist das natürlich in Online-Lehrveranstaltungen dann nicht mehr zu lesen. Es gibt natürlich bei allen Sachen, die Sie in Word direkt umsetzen können, ein paar kleine Hinweise. Zum Beispiel, wenn Sie Word in PDF exportieren wollen. Hier ist die Empfehlung, dass Sie das auch in der korrekten Form exportieren, dass auch die Eigenschaften, die Sie eingestellt haben, auch exportiert werden. Das heißt, wenn Sie Word exportieren wollen, am besten dann über die PDF-XPS-Dokument oder über Adobe PDF-Erzeugen-Funktion die PDF-Einstellung vornehmen. Für Ihre eigenen Unterlagen können Sie dann PDF, PowerPoint und Web noch anschauen. Wir gehen jetzt erstmal weiter, was Word anbelangt. Nun zu Microsoft Office Word. Ich werde ein paar Beispiele zeigen, die zum Beispiel die sehr wichtigen Teile aufzeigen, nämlich die Überprüfung der Barrierefreiheit. Das sind automatische Vorgänge, die Sie vornehmen können, die direkt integriert sind in Word. Wenn Sie das Menü aufrufen von Word, können Sie über Menü überprüfen, Barrierefreiheit überprüfen, eine automatische Prüfung Ihrer Unterlagen vornehmen. Sie bekommen dann die Ergebnisse angezeigt und können die Ergebnisse Step by Step dann auch überprüfen und verbessern. Darauf kommen wir dann auch später in der Lerneinheit zurück. Bei Microsoft Office PowerPoint können Sie das genauso umsetzen. Ist nahezu auch identisch. Menü überprüfen, Barrierefreiheit überprüfen. Eventuell kann es je nach Version natürlich ein bisschen anders aussehen oder formuliert sein, aber vom Prinzip sollte das alles relativ gleich aufgebaut sein. Und auch hier können Sie dann die Ergebnisse Schritt für Schritt durchgehen und verbessern. Bei Adobe sieht es etwas anders aus, denn diese Adobe-Hinweise beziehen sich auf die Adobe Pro-Version. Da kommt es darauf an, ob Sie die Versionen vorliegen haben oder die normale Version, die kann das nicht machen. Allerdings ist es sehr hilfreich, das zusätzlich auszuführen, denn nicht immer werden leider bei der Umwandlung von Word in PDF alle Sachen richtig quasi übertragen. Das heißt, es kann mal vorkommen, dass eine Überschriftebene falsch ist oder dass einfach etwas vergessen wurde und dann findet die Überprüfung dann zum Beispiel fehlende Linkangabe oder fehlende Alternativtext und dann können Sie das PDF-Dokument einfach im Nachhinein noch bearbeiten, nachdem Sie es in Word umgewandelt haben.
Die Erdeüberprüfung können Sie machen, indem Sie es nicht überprüfen, sondern barrierefrei machen. Das geht nämlich mit Werkzeuge anpassen, Aktionsassistent und barrierefrei machen. Das heißt, der Aktionsassistent führt Sie quasi durch diese barrierefrei machen Umsetzung und leitet Sie durch die wichtigsten Punkte. Wichtig zu beachten ist natürlich, dass die Programme prüfen nur, was angegeben wurde. Das heißt, es ist keine Garantie und betrifft immer nur wesentliche Elemente. Das heißt, Sie können gar nicht alles erfassen, sondern sind auch auf quasi die menschliche Sichtprüfung angewiesen, die dann natürlich im Ergebnis auch von Ihrem jeweiligen Wissensstand abhängen. Die zweite Möglichkeit, die Sie machen können, ist in Adobe Acrobat Pro, nämlich die Prüfung. Die ist etwas versteckt, aber sehr hilfreich. Werkzeuge, Schützen und Standardisieren, Barrierefreiheit, Prüfung der Barrierefreiheit und dann geht ein neues Pop-up auf und dort können Sie dann eine Prüfung starten. Können Sie auch verschiedene Einstellungen vornehmen, aber ich empfehle, alles auszuführen. Auch hier bekommen Sie dann die Ergebnisse ausgeworfen, die Sie Schritt für Schritt durchgehen können. Nicht ganz so intuitiv wie bei Word und PowerPoint, aber Sie werden sehr gut an die Hand genommen und ist vor allem für den Einstieg in das Thema digitale Inklusion sehr hilfreich. Bei Websites ist es etwas anderes. Bei Websites ist es so, dass Sie in der Regel mit relativ oberflächlichen Content-Management-Systemen arbeiten und nicht die Programmierung quasi im Backend selbst vornehmen. Das heißt, Sie können zum Beispiel mal schauen von Ihrer Uni oder von Ihrem Fachbereich. Sie können die Website Wave aufrufen, das ist ein Webpage Address Enter. Sie müssen einfach nur die Adresse einfügen von Ihrer Ziel-Website, also den Link, den Sie kopieren wollen. Es prüft nur eine einzige Website, nämlich genau die, die Sie eingeben und nicht alles, was Sie programmiert haben. Dann werden sehr umfangreiche Meldungen ausgegeben, wahrscheinlich komplexer, als Sie in Ihrer Position wahrscheinlich umsetzen können. Aber es gibt sehr gute Hinweise, zum Beispiel Alternativtexte oder auch die Formatierung vom dargestellten Text, was dann auch sehr einfach umgesetzt werden kann mit den universellen Hinweisen, die wir zuvor schon angesprochen haben. Jetzt kommen wir zur Lerneinheit, das heißt Gestaltung inklusive Word-Datei. Ich führe Sie jetzt erstmal durch, was machen wir hier überhaupt? Das heißt eine barrierefreie Gestaltung mit Word. Es gibt eine Aufgabe, das heißt, wir haben eine Word-Datei und wir wollen mal schauen, wie macht man so eine Prüfung, wo findet man die Funktion, wie sieht das Ergebnis aus? Da war eigentlich mal eine Live-Veranstaltung, das heißt, wir haben dann Fragen im Chat stellen können. Das ist natürlich in der Selbstlerneinheit nicht gegeben. Und die Bearbeitung erfolgt natürlich auch nicht gemeinsam, aber Sie können das natürlich anschauen und immer wieder abspielen lassen und dann auch selbst sich mal durchprobieren. Geht natürlich auch mit eigenen Unterlagen, wenn Sie das direkt ausprobieren möchten. Ansonsten können Sie auf die gestellte Übungsdatei zurückgreifen. Nun zur Übungsdatei Word. Sie haben die Übungsdatei vorliegen oder können es auch mit Ihren eigenen Dateien probieren. Und wir führen jetzt einmal eine Prüfung durch und zeigen verschiedene Sachen, die Sie sich dann anschauen können. Wie Sie vorhin schon gesehen haben, gehen Sie im Menü auf Überprüfen, dann auf Barrierefreiheit überprüfen. Dann geht eine Leiste rechts auf, bei der die Ergebnisse angezeigt werden. Es werden verschiedene Ebenen angezeigt, als Fehler, Warnungen und normalerweise gibt es noch eine dritte Ebene namens Hinweise. Fehler, fehlender Alternativtext. Wenn Sie dann auf Grafik klicken, es werden nämlich immer direkte Grafiken angegeben, die einen Fehler aufweisen. Das heißt, die Grafik 1 hat einen fehlenden Alternativtext. Dann können Sie direkt draufklicken und kommen zur betreffenden Grafik. Ist extrem hilfreich, wenn Sie sehr lange ausführliche Dokumente haben, wie zum Beispiel Ihre Doktorarbeit oder ähnliches. Jetzt können Sie verschiedene empfohlene Aktionen oder weitere Vorschläge anschauen. Einmal Beschreibung hinzufügen, als dekorativ markieren, Beschreibung für mich vorschlagen und natürlich weitere Informationen, die wir uns nicht an dieser Stelle anschauen. Oder aber Sie können direkt Rechtsklick beim Bearbeiten Ihrer Dokumente Alternativtext bearbeiten. Kommen Sie an dieselbe Stelle, gibt es am Fenster ein, zwei Sätze empfohlen.
Wie würden Sie dieses Objekt und seinen Inhalt jemandem beschreiben, der blind ist? Das heißt, Sie geben einen Alternativtext ein, wie es in der anderen Einheit schon beschrieben wurde, neutral, kurz und knackig. Bitte nicht Beschreibung für mich generieren, denn da wird automatisch quasi eine Beschreibung generiert, die in der Regel natürlich nur so sinnvoll ist, wie der Algorithmus, der dahinter steckt. Meistens kommen keine hilfreichen Beschreibungen raus. Das heißt, wir würden jetzt hier einfach die Grafik beschreiben, da das nicht das Thema der heutigen Sitzung ist, mache ich nur einen Platzteil da hinein, denn Sie sehen dann, dass die Warnung verschwunden ist mit fehlendem Alternativtext. Wäre jetzt ein dekoratives Element, können Sie den Haken bei als dekorativ markieren, aktivieren. Das heißt, optisch ist das Bildloch enthalten, wenn Sie irgendwie optisch den Text gestalten wollen oder ähnliches, was übrigens auch nicht so empfehlenswert ist. Das heißt, es wird als dekorativ markiert. Wenn das durch Screen wieder ausgelesen wird, ist es nicht sinnvoll, irgendwelche roten Quadrate oder ähnliches ausgelesen zu bekommen, die reine optische Platzhalter sind. Das wird dann einfach übersprungen und nicht vorgelesen. So. Jetzt haben wir die Fehler Nummer 1 behoben, fehlender Alternativtext. Fehler Nummer 2 sind wiederholende Leerzeichen. Sie erinnern sich, keine Leerzeichen, keine Tabs, manuell und sonstige. Auch hier, wenn Sie auf die Meldung neuen Zeichen klicken, kommen Sie direkt zur betreffenden Stelle. Das war nämlich unsere Startseite. Wir nehmen eine Überschrift. Um zur nächsten Seite zu kommen, wird meistens Enter eingegeben. Das heißt, Sie haben Sie dann hier neuen Zeichen eingegeben. Wollen wir aber nicht haben. Das heißt, Sie würden in diesem Falle natürlich die Zeichen entfernen. Und was machen wir natürlich? Wir wollen hier einfügen einen Seitenumbruch. Das heißt, Sie sind auf der nächsten Seite und haben alle Leerzeichen entfernt. Das heißt, Sie haben mit der Funktion mehr den Seitenumbruch gemacht und nicht mit Sonderzeichen, das heißt Leerzeichen und Ähnlichem, was über Screenreader wieder als einzelne Zeichen quasi erkannt wird. So. Nun, die Prüfungsergebnisse ergeben einen grünen Haken. Es wurden keine Barrierefreiheitsprobleme gefunden. Personen mit Behinderung sollten das Dokument problemlos lesen können. Spoiler, stimmt nicht. Es werden natürlich nur die Funktionen erfasst, die auch überprüft werden. Was nicht geprüft wird, möchte ich Ihnen jetzt einmal kurz zeigen. Wir schließen die Barrierefreiheitsfunktion, den Alternativtext. Diese Überschrift ist durch die, eine Überschrift, der Titel dieses Dokuments. Digismackbar, barrierearme digitale Lehrmaterialien erstellen. Wie Sie sehen, ist das fett und groß. Was es aber nicht ist, mit den Formatvorlagen, die Sie hier in der Menüleiste in der rechten Bildhälfte sehen, sondern quasi manuell formatiert. Das heißt, es würde nicht als Überschrift erkannt werden. Das heißt, die technische Einstellung sagt nicht, das ist ein Titel oder eine Überschrift und wird dann auch über Screenreader nicht ausgegeben. Was ich sehr hilfreich finde, können Sie in der Ansicht den Navigationsbereich einblenden lassen. Dann sehen Sie hier links verschiedene Ebenen, einmal Überschriften, Seiten und Ergebnisse, wenn Sie etwas im Dokument suchen wollen. Überschriften gibt es nicht, das heißt, das ist kein Titel, sondern Sie müssen es anpassen, indem Sie eben über die Formatvorlage gehen, mit Überschrift 1, Überschrift 2, Überschrift 3. Und Sie haben viele verschiedene Formatvorlagen schon voreingestellt. Sie können zum Beispiel auch Titel auswählen und können alles natürlich individuell anpassen nach Ihren eigenen Wünschen, beziehungsweise sehr wahrscheinlich auch nach den Vorgaben Ihrer jeweiligen Universität oder Ihres Instituts oder was auch immer, was Sie benötigen, benutzen. Je nachdem, was Sie benutzen, können Sie das dann auch anpassen an die Vorgaben von Ihrer jeweiligen Universität bzw. Ihres Instituts oder was auch immer für Vorgaben Sie einhalten möchten. Wenn jetzt ein Titel ist, gibt es natürlich keine Überschrift, logischerweise. Wenn jetzt jedoch
Eine Überschrift ist, sehen Sie hier schon, Digi Snack Bar wird vorgelesen. Das heißt, es wird jetzt auch über Stream wieder als Überschrift erkannt. Und das können Sie natürlich mit Rechtsklick ändern, auch individuell anpassen mit so ziemlich allen Möglichkeiten, Schriftart, Schriftgröße, visuelle Gestaltung, Kursiv, Unterstrich, Farbe, bei Format auch verschiedene Sachen wie Absätze, Rahmen, Sprache und so weiter. Also extrem individuell einzustellen. Es klingt vielleicht erstmal sehr umständlich und zeitraubend, aber der große Vorteil ist, wenn Sie sich einmal eine Blanko-Datei quasi erstellen, mit den jeweiligen Formatvorlagen, wie Sie das sonst eben auch machen, mit Zeilenabstand, linksbündig, 1,5 und so weiter, mit Fußnoten, mit Headern, haben Sie einmal ein sauberes Dokument, was Sie extrem zeitsparend immer wieder verwenden können und nicht mehr manuell formatieren müssen. So. Das wäre jetzt zum Beispiel nicht mit dieser automatisierten Prüfung aufgefallen. Deswegen ist es sehr wichtig zu wissen, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Nun zur Tabelle. Was ich vorhin ansprach mit der Formatierung, ist eben, dass alles über die Wortformatierung angefügt wird. Das heißt, wenn Sie im Menü dann über Einfügen Tabelle gehen, wird eine Tabelle eingefügt, wie sie hier auch abgebildet ist, mit zwei Spalten, mehreren Zeilen, Thema und Datum. Als Beispiel einfach die Inhalte der verschiedenen Digi-Snack-Bar-Events angefügt und nicht eben manuell mit zwei Spalten und Tab-Tops und ähnlichem hin und her, weil dann eben die Inhalte nicht richtig zugeordnet werden würden, wenn das zum Beispiel über Screen wieder ausgelesen wird. Das nächste Beispiel ist Fließtext. Den können Sie hier dann auch natürlich im Vergleich zu den Überschriften über die Formatvorlagen einfach Standard, ohne Leerraum, wird übrigens alles angezeigt, falls Sie optisch dann natürlich auch die Formatvorlagen einfach mal durchklicken und anschauen möchten. Sind alle natürlich aufzubereiten. Wenn wir jetzt hier dann zum Beispiel Überschrift 2 nehmen würden, dann hätten wir hier bei der Navigation eingerückt, wie beim Inhaltsverzeichnis zum Beispiel auch, die zweite Ebene, wie Sie jetzt auch im PowerPoint natürlich auch einstellen können, wie Sie jetzt dann auch bei der Umwandlung zum Beispiel in einem PDF haben möchten, dann können Sie nämlich auch automatisch, auch als sehende LeserIn, alle Inhalte gut annavigieren, indem Sie zum Beispiel direkt im Inhaltsverzeichnis, was automatisch eingefügt wurde, zu den jeweiligen Seiten springen können, ohne stundenlang durch mehrere hundert Seiten PDF-Dokumente klicken zu müssen. Links formatieren hatte ich auch angesprochen. Das nimmt Word mehr oder weniger einem schon automatisch ab, indem der Link eingefügt wird und dann als Link quasi programmiert wird. Was allerdings nicht schön ist, ist, was oft gemacht wird. Weitere Informationen finden Sie hier, Doppelpunkt, Link angefügt und das war es. Dann weiß vielleicht eine nicht sehende Person nicht, ja, wo ist hier. Wenn der Link nicht sauber formatiert ist, das heißt, wir gehen dann auf Rechtsklick, über Link bearbeiten und wir können dann zum Beispiel diesen anzuzeigenden Text in der oberen Zeile ändern, in dem die direkte Zieldatei angegeben werden würde, zum Beispiel Website des Hochschulforums Digitalisierung und dann der Titel des Events. Und selbiges wird mehr oder weniger nochmal zusammengefasst bzw. in gleicher Form bei QuickInfo angegeben. Und dann ist der Link auch zugänglich. Und wenn Sie dann angeben möchten, wo der Link hinführt, schreiben Sie nicht, weitere Informationen finden Sie hier, sondern weitere Informationen zum Thema XY finden Sie auf der Website ABC von Z. Und dann ist das auch sowohl für die Personen, die direkt visuell erfassen oder auch über technische Ausgabe über Screen wieder anzusteuern. Dazu als Überblick für Beispiele, die zum Beispiel die Prüfung nicht erfassen, die Sie aber sehr wohl mit den Hinweisen, die wir vorhin zusammen angeschaut haben, einstellen können. Wie zum Beispiel auch Dateieinstellungen können Sie hier relevante Personen, zum Beispiel Ihre Institution oder Ihren eigenen Namen bei Publikationen angeben und können dann auch hier einen Titel eingeben, Text, können Kommentare hinzufügen und dann ist das neben der Dateinamen, Übungsdatei Word,
eben ein Hinweis darauf, was sich hinter der Datei verbirgt, wenn Sie zum Beispiel nichts sehen und das dann anklicken und lesen möchten. Aber vor allem ist das auch für alle hilfreich, denn man sieht auf den ersten Blick, was ist das eigentlich für ein Dokument, was lade ich mir da herunter, welches Format hat es und ist dann auch inklusiv für alle. Das war der interaktive Teil. Zum Abschluss die Tools, die ich Ihnen genannt habe, könnt ihr die natürlich alle anschauen, soweit noch nicht geschehen. Einmal der Kontrastchecker, da werden automatische Kontrastverhältnisse berechnet, die Sie dann auch in den jeweiligen Gesetzfassungen nachschlagen können und auch eine sehr gute neutrale Einschätzung bekommen, ob die Kontrastverhältnisse in Ordnung sind. Dann natürlich noch einmal PAVE, da können Sie, wie in der Tabellenübersicht dargestellt, auch überprüfen, ob überhaupt Ihr PDF barrierefrei ist und was da alles eingestellt und beachtet werden kann. Dann den NVDA, das ist ein Screenreader, der kostenlos ist und auch relativ geläufig. Können Sie zum Beispiel einfach mal installieren und durch eine Datei oder mehrere von Ihnen durchlaufen lassen und sich das einfach mal anschauen, wie das ist und was zu beachten ist und vielleicht auch, welche Barrieren gefunden werden. Zuletzt WAVE, das hatte ich ja auch gesagt, wie Sie Ihre Webseiten überprüfen können. Können Sie sich einfach alles mal bei Bedarf anschauen. Zum Abschluss möchte ich noch einmal kurz zu unserem Projekt etwas sagen. Barrierearmes Lernen und Lehren online an der Universität Bremen. Unser Angebot besteht darin, dass wir einmal Checklisten zur Verfügung stellen, die Sie auch auf unserer Website finden, eben zur Erstellung und Prüfung von barrierearmen digitalen Inhalten, nämlich Word, PDF, PowerPoint, Web- und Online-Lehrveranstaltungen, als auch Informationsvideos. Unser Link ist auch angegeben, können Sie auch unsere Projektwebsite besuchen oder uns über unsere E-Mail-Adresse kontaktieren. Insgesamt bieten wir auch DGS-Dolmetschen an in Kooperation mit einem Auftraggeber. Auch die Materialprüfung für universitätseigene Dokumente. Wir beraten auch, wenn zum Beispiel Lehrende oder Verwaltungspersonen zu uns kommen und nicht wissen, was können sie beachten. Wir bieten auch ganz neue Untertitelung mit Amberscript an. Und wir bieten auch Schulungen an, die Sie demnächst bei uns auf der Website finden. Das war es auch schon von unserer Seite. Ich wünsche viel Erfolg und viel Spaß beim Experimentieren.